Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. Hallo. Okay. Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute machen wir was Cooles. Was ist das? Norm. Vielleicht Norms Auto. Es geht um Norms Auto und um mein Baby. Ja. Schwer zu erraten jetzt. Ne? Schwer zu erraten. Ne? Hier kommt ein bisschen näher. Die Marke kennt man auch nicht und so. Ja. Also, ja. So sieht's aus. Der Norm bekommt auf seinem Audi A6 Avant. Schöne 22 Zoll Räder von Rotiform natürlich. Ne? Wir haben uns hier für die Rotiform entschieden, weil wir selber vom Priodesign keine Gussräder haben. Und wir wollen einfach das Auto erstmal auf Nicht-Widebody umbauen. Ja, deswegen kommen hier Rotiform einteilige Gussräder. GDR. 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 Ah, GDR. Ah, das ist Rotiform from LA. Nein, auf jeden Fall. Nein, ist Rotiform Deutschland. Alright. Deutschland, Deutschland. Und zwar sieht man schon, Norman, Reifen weg für A6. Achtung, jetzt kommt zu Belzec. Das ist A6, das ist A8. Das ist ein Wörthersee-Satz, ja. Und das ist Komfort Belzec A8-Satz. Wörthersee haben alle wirklich. Eigentlich normalerweise bis hierhin Profil. Ich wollte sagen, Wörthersee wirst du ausgelacht. Das ist noch zu viel Profil. Ja, klar. Ah ja. Naja, auf jeden Fall, Luftfahrwerk hast du schon. Der ist ja schweinetief, dein A6. Reifentechnisch haben wir verbaut hier vernünftig, Hancock. Und Norm, Sparbuchse. Nein, Spaß. Ich glaube, vom Preis her waren die gleich, ne? Die Fredestein und ja, die ungefähr. Hancock waren die, glaube ich, vom Preis her mehr oder weniger gleich. So sieht's aus. Ist jetzt geil. Ich glaube, das wird richtig gut aussehen. Action. Los geht's. Leg die Kamera weg und dann machen wir die Räder drauf. Das sieht schon mal richtig gut aus. Der Belzec hat die Kamera übernommen. Passt zumindest schon mal. Ja, klar passt das. Wenn Rotiform was ausmisst, passt immer. Nur die Bremssättel hätte ich so ein bisschen lackiert, Herr Doktor. Ne, dann fällt dir auf, dass die so klein ist. Also. Ist das kein RS6? Doch. Look. Aber ich habe die Bremse zurückgebaut auf 45 TDI. Damit nicht direkt jeder sieht, dass es ein RS6 ist. Ne? Soll ich Ihnen helfen? Das geht schon. Ja, so schwer sind die nicht? Oder sind die schwer? Das geht. Das geht? 22 Zoll Halter. Schon ein bisschen mehr als die Originale. Das Gute bei Rotiform ist, schön mit Gutachten, mit allem drum und dran. Keine Kopfschmerzen, nix.
So, das sind 4x4. Lass ihn so, Norm. Ich finde den gut. So schön. So finde ich den richtig cool. Kleiner Offroad. Allroad war gestern. Komm, reicht. Ja, fahren wir mal raus, gucken wir mal. Mhm. So, Leute, der Norm hat die da drauf gemacht. Er muss die drauf tun, weil auch, das Auto ist auch seins. Deswegen bei uns macht jeder eigene Auto selber. So sieht's aus. Leider muss ich euch enttäuschen. Das also, ich hätte noch ein paar Distanzschaden drauf gemacht und minimal tiefer. Also 1,5 cm vorne und vielleicht 1 cm hinten. Ja? Aber Norm ist ja nicht so, der sieht da nicht so eng mit der Tieferlegung und mit den Sandscheiben. Deswegen, ich glaube, der wird das anders fahren. Wollt ihr sehen? Weil ich glaube, Leute, hat ihr ein Papier? Hat ihr ein Blatt Papier? Entschuldigung. Also Leute, ihr passt nicht mal ein Blatt Papier zwischen. Und vorne? Nicht mal ein halber Blatt Papier von der Dicke her. Scheiße. Aber guck mal, wie perfekt die Räder abschließen. Ja, guck mal hier. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ja, man muss mal gucken, dass die Lauffläche quasi bis hier abgedeckt ist. Und wir haben, naja, bis hier abgedeckt hier bei dem Auto. Ich finde die aber hardcore geil. Ich freue mich, wenn wir dafür Whitebody machen wir sowieso. Ja, weil ohne Whitebody dieses Wort im Video darf nicht fehlen. Wir werden für den Audi A6, ja, erstmal Avant, ein paar schöne Stoßstangen Front, Heck und Schwelleiser machen und danach machen wir dazu ein Whitebody Kit. Ja. Und lasst euch überraschen, am Ende von dem Video zeigen wir hier ein paar Designstudien für den Audi A6, nicht RS6, A6. Ne? Zeigen wir, wenn er Interesse hat, kann uns gerne eine E-Mail schreiben, etc. Die Sonne scheint wieder hier wie verrückt. Deswegen, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt an dem Bodykit oder an den Felgen, ihr könnt uns gerne schreiben. Hier die Kontaktdaten stehen hier unten in der Beschreibung. Tschüss.